Und da ist natürlich Nimiga. Super Tränke, schön. Erst eine Prüfung und dann? Okay. Okay. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrit. Seit Generation veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der einer Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Der Austragungsort für das Olivenrollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deine Karte. Viel Erfolg! Ach so. Beweise dich beim Olivenrollen. Also ich muss jetzt wieder rausgehen. Interessant. Okay. Willkommen am Austragungsort für das Olivenrollen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht es also um Muskelkraft und Ausdauer. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Gelingt dir das, hast du bestanden. Möchtest du dich an der Prüfung? Ja. Großartig, dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bring den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Klar, wünschen der Stadt auf jeden Fall eine reiche Ernte. Dass in einem virtuellen Spiel keiner Hunger leiden muss. Ach du Scheiße. Habe ich ein Zeitlimit? War klar, das ist eine. Okay, da darf ich sie nicht hinrollen. Da bin ich wahrscheinlich durchgefallen. Oh nein! Erwischt. Das tut mir leid. Oh, verdammt. Also, ich muss sagen, ich meine, es ist untypisch. Aber ich mag irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Also, ich muss ja sagen, so blöd ich Sonne und Mond fand, weil ich das übelst schwer fand, das Spiel übrigens. Ja. Fand ich die Herausforderung echt cool.
Arena-Prüfung bestanden. Merkwürdiger Sound. Dank dir dürfen wir uns wohl auch im nächsten Jahr auf eine reiche Ernte freuen. Du hast die Arena-Prüfung bestanden, herzlichen Glückwunsch. Bitte sag am Anfang der Arena Bescheid, wie deine Prüfung ausgegangen ist. Und viel Erfolg beim Kampf gegen die Arena-Leiterin. Danke. Das heißt, wir können sie jetzt endlich in Angriff nehmen. Ja gut, dadurch dauern die Kämpfe dann noch ein bisschen länger, ne? Ich meine, ist ja auch nicht schlecht. Lass uns Pokémon-Kampf spielen. Endlich unser erster Arena-Leiter. In dem Fall Arena-Leiterin. Ach, wir kämpfen direkt gegen sie? Okay. Konditorei Mukurusi. Okay, interessant. Mickrig. Darf ich sagen, dass ich die Musik scheiße finde? Bruder, was ist das für eine Musik, Alter? Was ist mit Schwert und Schild? Alter, die ist ja unnormal scheiße, die Musik. Was ist das denn? Ich bin enttäuscht. Drei Pokémon dazu insgesamt. Da ist nur noch eins. Ein Teddy Wasser? Warum hast du ein Teddy Wasser? Lass mich gerade jetzt, ja genau.
Sieg ist trotzdem scheiße. Okay. Wenn du einen Arena-Orden hast, lassen sich Pokémon bis Level 25 leichter fangen und gehorchen dir. Klar, nur hör damit anspringen. Okay. Gut. Ja gut, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht von der Arena-Leiterin. Die war nicht besonders. Ist halt so die Frage. War das jetzt die erste oder konnte man sich einfach aussuchen, dass man die machen möchte? Ich merke schon, wenn ich zu der darunter möchte. Ich ziehe, werde mal Steelord an. Nein, muss tatsächlich zurück. Wir wechseln mal. Boah, was für ein Tipp, ey.
klar. Dann machen wir das so. Mir ist das egal. Hauptsache nur irgendwas zu tun. Ach stimmt, wir haben ja Ligapunkte, okay. Kohle auch. Na gut, aber wir machen trotzdem den Herrscher-Pokémon dann als erstes. Ja, weil es gleich um die Ecke ist, so. Ein Datiri. Ich glaube, jetzt müssten die Gegner ein bisschen stärker sein. Oh, ein Wuffel. Ne, nicht Wuffel, oder? Fußtritt. Klar. Oh, ein Mankey. Danke, und jetzt verpiss dich. Total aggressiv, so, verpiss dich. Ja, zum Beispiel. So. Steinwurf, eieiei, das tut weh. Oder auch nicht. Ach komm, ernsthaft. Wieder zu Wolverock. Das Pokémon. Sie leben in Rudeln, bis sie ausgewachsen sind. Wenn sie schlecht gelaunt sind, schlagen sie mit ihrem steinernen Fellkragen auf den Boden. Okay. Wo ist Mankey? Hä, wenn ich Flügelschlag einsetze, dann ist das Pokémon besiegt. Instant besiegt. Nein! Ich stehe nicht so drauf, vom Pokéball gefangen zu werden. Bruder, was drin? Halt's Maul, du warst drin. Natürlich. Das hätte er noch fünfmal getroffen. Manchmal wollen die unbedingt noch das Pokémon besiegen.
Infizierter, ja, warum nicht? Mankey, auch wenn es guter Stimmung ist, kann es wegen einer Kleinigkeit plötzlich ausrasten und ist daher gefürchtet. Ach, das ist das Pokémon, was die Arena-Leiterin hatte. Mikrik wurde gefangen. Weiß nicht, das Pokémon gefällt mir irgendwie. Im Kampf ist es darauf spezialisiert, mit Hilfe seiner Sprungkraft gegnerische Angriffe auszuweichen und gleichzeitig Schaden auszuteilen. Sieht irgendwie voll cool aus. Wo ist Fumpy? Fumpy, Fumpy. Ja. Ja, wir gehen einmal nochmal zurück zum Pokémon Center. Lehmschuss. Dann Bezirzer. Es ist viel stärker, als es aussieht. Wenn es einen Rüssel umherschwingt und einen dabei am Arm erwischt, ist dieser wahrscheinlich gebrochen. Schön. Schön zu wissen, dass du am Arsch bist, wenn das passiert. Nein. Ba, ba, ba. Manchmal sind auf der Karte Pokémon-Symbole zu sehen. Was bedeutet, dass sich an diesem Ort eventuell Exemplare der jeweiligen Art. Tummeln Sie sich dort also ruhig mal um. Danke. Das ist krass. Das wäre irgend so ein mickriges Pokémon. Das kennen haben wir schon. Oh. Pokémon habe ich auch noch nicht. Ein Mehigo. Scheiße. Junge, die hauen sofort rein. Richtig sofort. Bäm. Richtig. Rasierblatt. Bäm. Damage. Super. Und ich komme mit einem Schlag, Minischlag an. Oh Mann, ey. Da läuft was falsch. Da läuft was falsch.
Da läuft eine Menge falsch. So, Mehike, solange es Wasser und Sonnenlicht hat, kann es mit den Blättern seines Körpers Energie erzeugen und so ohne Futter im Gebirge überleben. Ich wollte ja sowieso ein anderes Pokémon nach vorne packen. Wollte das Pokémon daneben, Mann. Willst du mich verarschen? Na gut, wir brauchen EP, deswegen kämpfe ich da jetzt gerade gegen. Nicht aus. Schaufler auf jeden Fall. Kratzer weg. Krass, ein Elektro-Pokémon das Schaufler einsetzt. Das gefällt mir. So, wo war... Da. Schillingel. Ist ja cool. Das kann auch was sehen. Leute. Was? Alter! Scheiß Volltreffer. Willst du mich ficken oder was? Ey. Sorry für den Ausdruck, aber... Willst du mich verarschen oder was? Warum zieht das so viel? Scheiß Volltreffer, ey. Wo sind meine Volltreffer? Ich glaube, ich hatte erst einen. Ich glaube, ich hätte erst einen einzigen Volltreffer in diesem... in dem Durchlauf hier. Einen. Einen. Einen! Ja, ich weiß, ich hab's verstanden. Einen! Da sollte man Schmerz miterleben. Da sollte fühlen, wie es weh getan hat. Auch wenn es euch nicht juckt. So, Schillingel wurde gefangen. Das Pokémon sah mega cool aus. Die regionale Küche Paldias ist sehr scharf, weil die ausgefallenen Vorderzähne von Schillingel zum Würzen verwendet werden. Was zur Hölle? Was? Ja gut, wir haben das Pokémon. Valfercoli ist besiegt. Deswegen kommt das neue Pokémon mal in mein neues Team. Ey, da ist das Pokémon, ich glaub's nicht. Hallo! Pampuli. Ich feiere das Pokémon übelst, aber es gibt... Aber ich meine, das Pokémon gibt es in Schwert und Schild schon, ne? Warte mal, ich gucke gerade mal...